Schatzsuche. Ja, ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber... Was hat denn jetzt? Wo kommt Toro? Genau. Du wolltest zwei Sachen noch einmal sagen. Die nächste Schatzsuche ist angesagt. Der zuletzt geht. Und haben wir ja schon letztens gesagt, bei der letzten Schatzsuche haben wir ja gesagt, dann machen wir die. Richtig, die ist da vorne. Und wir werden wohl tiefer fliegen müssen, weil der... was mich wundert ist, dass ich hier die Flugabwehr nicht finde. Genau. Das ist dann die nächste Sache, die wir in der Hauptmission machen. Dass wir die Luftabwehr hier ausschalten. Wir haben hier unseren tollen Heli. Und wir haben ja noch, hier sind dann unheimlich viele Kisten hier, die wir auch noch einsammeln müssen. Ja, aber wir gehen mit dem Heli jetzt und gucken mal. Miri versucht jetzt einfach tief in das Wasser. Unter der Linie fliegen. Das heißt eigentlich anders, ne? Einfach unter der Oberfläche. Wir versuchen es einfach. Nee, das ist ja was anderes, ne? Heißt das nicht Demarkation? Genau, die habe ich gemischt, aber das ist ja was anderes. So, wir fliegen jetzt mal. Wir versuchen es einfach. Ah, nee. Okay, versuchen Sie es. Fliegen Sie mal übers Wasser. Geht nicht, ne? Dann nehmen wir das Boot. Oh, warte mal. Noch dann bleib hier. Wir klauen jetzt das Boot. Einer hier links neben uns. Ich bin mal eben. Ich bin ausgestiegen, ne? Warte, ich mach das mal eben. Ich mach den mal eben weg. Einer? Das ist aber keine gute Idee, was wir da gerade vorhaben. Warte. Warte. Bis ich meine richtige Waffe habe. Welchen nimmst du? Okay, dann nehme ich den anderen Sergeant. Bereit? Und Schuss! Das juckt ihn nicht. Weil er hat einen dicken Helm. Einmal richtig gezielt und dann ist der weg. Doch, der Helm auch. Der Helm aber nicht. Jetzt habe ich ihn gekriegt. Okay, haben die irgendwas Wichtiges dabei? So, pass auf, ich versuche da nochmal. Der stand zwar Flugverbotszone, aber kann ja sein, dass... Ja, ich komme mal mit. Ich nehme mal die Waffe weg. Lass mich mal rein da in die Kiste. Ja, versuch mal. Man, eigentlich kannst du ja auch im Wasser aufsetzen, ne? Eigentlich ist es ja auch ein Boot. Ich hab mich jetzt ein bisschen. Ja, ne? Ja. Sieht aber ganz gut aus. Leg mal hier an. Leg mal hier an. Ja, aber ich trau dem nicht so, wenn ich das dann loslasse. Ja, ist auch ein Boot, hast du gesagt. Oh, was war das denn? Runter! Was war das? Bist du blöd, ey. Ja, aber wir haben keine Warnung gekriegt. Die Flugabwehrzone war das. Was war das jetzt? Sind wir auf eine Seemine? Ja, die super. Haben uns erwischt. Nein, die haben uns erwischt. Ja. Ratzfatz waren wir weg. Ich habe gesagt, bleib unten. Setz auf Wasser auf. Und jetzt genau sitzen wir wieder hier am Arsch der Welt, ey. Einmal nur darüber. Ja, 300 Meter. Alles haben klar. Wir schon. Da sind wir schon hoch auf den. Was ist denn mit dem hier? Das haben wir auch noch nicht eingenommen, ne? Natürlich nicht. So, ist hier ein Boot? Wasser ist ein Boot. Oder war das so eine Seemine da hinten, wo ich gerade drauf getitscht bin? Komm, wir schwimmen da jetzt rüber, Leute. Ne, da war nichts. Muss ich jetzt auch rüber schwimmen? Ne? Was? Das war ja wieder ein guter Anfang, ne? Aber hier sind auch viele Haie, ne? Sehe ich gerade. Husarenfisch. Ja, sicher, wie immer. Was? Überall, wo Wasser sind noch. Und guck mal, wie viele? Und das sind 200 Meter, das schaffen wir nie im Leben. Also heil kommen wir da nicht rüber. Da, der erste hat mich schon mal im Arsch. Au! Ah, das war mein Ziel! Vor allem mal ein bisschen. Au. Dann fressen sie die auch. Aua! Ah, oh. Ah, voll in den Popo! Oh, der hat mir am Sack der hat mir am Sack gezwickt. Aua, 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 aua. Aua, 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 aua. Boah, ich zwick dir auch am Sack, du dämlicher Hai. Komm mal her, Kamerad. Komm mal her, ich hab auch... Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Ich kann mich auch wehren. Komm mal her. Ich hack euch in kleine Stücke. In kleine...
winzige Stücke für eine Pizza. Ich mach euch kaputt. Komm her. Au! Ey, jetzt ist der andere Zeh auch weg. Aua! Aua! Das hat die gar nicht interessiert, was ich hier gemacht habe. Nee, das kann ich nicht. Dann hier sind Feinde. Helfen Sie mir! Ich schieße. Die verfolgen mich! Vorsicht, da sind Feinde. Boah, Leute. Markier die mal ein bisschen. Ja. Ja, vielleicht sollten wir hier leise bleiben. Oh. Okay. Vielleicht sollten sie einfach mitkommen. Die müssen nämlich da lang. Oh, da steht auch einer. Habe ich. Hier geht's durch. Ich glaube, wir kriegen das so hin. Oh, scheiße. Den haben sie hingerichtet. Oh Gott. Was haben sie? Ach, das ist außerhalb. Junge. Dafür klaue ich ihn jetzt. Wir gehen mal hier rum. Dafür klaue ich ihn jetzt hat Benzin. Ich bin nur hier an dem Haus vorbeigegangen. Wo sind sie denn schon wieder? Ja, das ist wahrscheinlich. Da ist wieder so ein Götzen-Dingsbums. Das ist was rotet. Hier ist so Götze. Also ich will auch. Hier ist ein Bild. Hier könnt ihr einmal lesen kurz. Gestern also das, was nicht zum Dings gehört, das lesen wir nicht vor, ne? Die FND müsste. Aha, okay. Egal, ihr habt's gelesen. So, weiter. Wo ist ein Götzen? Hier, guck mal, hier ist so ein Götzen-Dingsbums. Ach, das Ding da, ja. Ja, guck doch auf die Minimap. Okay, ich ehre mal hier eben das Metall. Das müssen wir ehren, sonst wird das nichts. Irgendwo muss hier das Götzen-Dingsbums sein. Haben Sie das schon gefunden? Götze noch nicht gefunden. Haben Sie die Götze schon gefunden? Ja, die Kotze ist hier, aber nicht die Götze. Der muss aber hier sein. Nein. Was ist mit Kotze zu tun? Was ist das denn für ein Scheiß hier? Ah, warte mal. Oh, jo, alles klar. Aber ich ehre jetzt mal das Götzen, gehen Sie mal. Oder wollen Sie das machen, gehen Sie mal weil Ihre Karte ist? Ja, ja, warten Sie mal, wenn Sie mich jetzt da ranlassen, dann götze ich auch. Na gut, dann götzen Sie mal. Mir geht's nur ums Götzen. Ja, wo sind Sie denn? Hier unten götzen. Ach, Sie sind da unten am Götzen. Ich komme mal zu Ihnen. Oh, Götzi, Götzi. Ich götze mal. Die kriegen das ja auch, ne? Ich götze ja. Mal. Das gehört aber eigentlich nicht zu unserer Mission. Ich habe sie gegötzt. Also gegötzt. Nein, wir müssen aber. Das stimmt allerdings. Wir müssen aber. Da, warten Sie mal. Hier ist noch eine Kiste drin. Das wenn wir schon einmal hier sind, dann nehmen wir den Scheiß auch mit. Ich glaube, wir können hier oben übers Dach, glaube ich. Meinen übers Sie, Dach? Ich will da rein. Moment, ist das. Das ist doch hier, ne? Ah, da oben in der Haus. Ich gehe mal in der Haus. Wir müssen sowieso da oben hin. Weil da oben ja das Geheimnis ist, ne? Ist das richtig? Hallo? Ist hier jemand? Hier ist was drin. Ja, in the house. Ganz viele Sachen in the house. Kommen Sie mal. Ja, natürlich kommen wir da rein. Dann machst du einmal Bogen. Das haben Sie gut gemacht. Da ist schon was. Eine Tasche. Da. Und hier habe ich eine Kiste. Ein Hahn. So, warten Sie mal. Und hier ist was zu lesen. Handschriftlicher Tageplan. Mein Tagesablauf, weil ein Kind es immer vergisst. Morgens wache ich zur Radiomusik auf. Nachmittags sehe ich mir die Nachrichten im Fernsehen an. Bei Sonnenuntergang denke ich an unser Familienhaus am Ufer zurück. Mama. Ja, das ist jetzt. Tja. Okay. Und jetzt wollen wir uns mal um die Hauptsache kümmern. Kümmern? Habe ich jetzt kümmern gesagt? Okay. Aber Sie dürfen noch nicht dran vorbeilaufen an den Sachen, die hier so rumliegen, ne? Das tun sie nämlich immer. Der ist ja lustig, so. Der Mann. Da hinten ist unser Ziel. So, hier ist unser Ziel. Ja. Fast ein schön, dass Sie das mitgenommen haben. Ich freue mich. Nur fast. Hier ist unser Ziel. So, hier ist unser. Das interessiert uns ja nicht, weil wir machen sie alle kaputt. Der so. Zuletzt geht. Lesen. Und Philippe, Anna und Jorge. Castillo hat unsere Familie zerstört. Euer Papa wurde ins Paria-Lager gebracht und ich bin zu alt zum Davonlaufen. Aber ihr drei habt eine Chance auf ein neues Leben. Folgt den Stromleitungen zu drei Schaltern.
Einer für jedes meiner Kinder. Ich kann euch jetzt hören. Eure Mama ist eine Ingenieurin bis zum letzten Moment. Ich liebe euch alle. Ihr kennt unser System und werdet wissen, wie ihr den Strom wieder anschalten könnt. Drei Schalter, um den Schatz darunter freizulegen. Und eine strahlende Zukunft für euch, Mama. Oh Gott. So, das heißt... Das heißt... Ich glaube, ich kenne die Familie. Doch, es ist voll, aber ich habe eben... Die hört gar nicht zu. Weil das hätten sie wieder vergessen. Ja, das ist schön. So, Stromkabel verfolgen. Ja. Hier sind die, hier sind Stromkabel, drei Stück. Und wo gehen die lang? Sind nur zwei Stromkabel. Wo ist denn das? Das drin? Ist ja wieder so eine Geschichte, die wir. Ach, hier oben, die großen. Vom Dach runter, oder was? Das stimmt aber nicht. Ich verfolge mal. Die müssen wir jetzt verfolgen. Ich würde mal sagen, wir. Sollten wir nicht beide dieselben Dinger verfolgen? Ja, stimmt. Dann ja, dann ist das doch besser, oder? Wenn sie in Gefahr geraten. Wo sind sie eigentlich wieder? Können ihnen, was ich sowieso immer tue. Hier oben am Dach. Ich möchte mir das mal angucken. Das andere führt darüber. Das zweite Kabel führt... Moment, ich muss gucken. Das geht jetzt daran, darüber, da und dann da hinten rüber. Hier runter. Hier... Das eine geht darüber zu dem... Ich verstehe das jetzt irgendwie gerade nicht. Also, wir haben ja die drei Dinger. Das heißt, wir laufen jetzt einfach zu dem Haus da hinten hin. Ist das okay? Ja. Ach, wir gehen jetzt einfach in die Richtung. Die Frage ist, ob das ja richtig ist. Hätten sie auch einfach nur aufmachen können. Oh, schöne Karte. Ihre Mutter war klug. Eine Ingenieurin. Eine Ingenieurin, genau. Sie hätte einen Schalter versteckt. Hier ist, muss irgendwo ein Schalter, ein versteckter Schalter sein. Wer schlau ist. Aua. Ein versteckter Schalter. Oktober. Ein versteckter Schalter. Ah, hier ist ein Schalter, aber der ist nicht versteckt. Das ist aber hier drin. Naja, das ist schon mal klar. Am Haus. Die, aber die... Die Frage ist, ob das ja die richtige Reihenfolge ist. Doch. Nee. Wir haben gesagt, wir werden wissen, wie wir das einschalten müssen. Egal. So ist es gesagt worden. Egal. Ach so, wir haben uns noch was einfallen lassen. Und zwar ist es so, bei der Schatzsuche, scheißegal. Ah, ich habe was gefunden. Und zwar wird dir das Ziel nämlich angezeigt, wo du zuerst hin musst. Ja, das wird dir jetzt angezeigt, wo du hin musst. Dann komm mal mit. Genau. Aber dann hat doch jetzt das ist genau das, was wir dazu machen. Dazu gesagt. Ja, ja, etwas dazu gesagt, aber wir wissen nicht, was richtig ist. 49 Meter hat er gesagt. Ja, nee, das ist der Haupt. Wir müssen das einfach ausprobieren. Da oben. Das ist das Haus, wo wir die, wo wir rein müssen. Das ist es. Komm mal wieder zurück. Ja, weil das der Hauptpart ist. Wir Warum? Müssen die Schalter bewegen, damit wir in diesem Haus den Hauptpart benutzen können. Das sind die 49 Meter. Aber wir müssen hier die Schalter. Die hat ja schon gesagt, sie hätte den Schalter. Ja, die hat ihn versteckt. Aber hier sind doch keine Schalter drin. Moment, hier ist was drin. In dem Gebäude. Da kommst du aber nicht rein. Hier ist zum Beispiel... Hier, richtig. Ja, hier müssen wir ja rein. Deswegen müssen wir die anderen Häuser die Schalter betätigen. Als Lösung bzw. als Aufgabe. Richtig. Ach so. Also müssen wir nochmal dazu. Weil hier irgendwo ein Schalter versteckt sein muss. Ah, jetzt habe ich verstanden. Hier ist irgendwo ein Schalter versteckt. Vielleicht ist das so offensichtlich, dass wir es nicht finden. Ich meine, wir müssen hier suchen. Das ist schon richtig. Das wird mir... Aber Moment mal. Wenn Sie mal gucken wollen. Ja. Wenn Sie mal auf Ihre Minimap gucken, ne? Dann sehen Sie mal das Gebiet, wie groß das eigentlich ist, wo wir suchen müssen. So. Und wo ist der Schalter? Wo ist einer dieser Schalter? Ja, den Kabel. Wenn wir schon mal einen gefunden hätten, wäre ja gut. Sag ich auch schon, den Kabel, ey. Ja, haben wir ja gemacht. Ja, und hier muss irgendwo... Haben wir doch gemacht, wir sind doch dem Kabel gefolgt. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier, ob das so offensichtlich hier draußen ist.
Hier ist nix. Wie hat er gesagt? Hier ist Dings und da ist nix. Da, wo du jetzt stehst, da müsste irgendwo ein Kabel sein, weil da der Kabel runtergeht. Ja. Verstehen Sie? Hier steht nämlich, ich muss alle drei Schalter für die Ampel finden. Ah, und ich die hab Tür ihn. Zu, um die Tür zu öffnen. Warten Sie. Das Bild. Zeigen Sie. Hm? Das Bild ist der Schalter? Nein, noch nicht. Haben Sie den jetzt betätigt schon? Hm? Moment mal, welches Bild? Das hier? Jo, Bild drehen. Ja, dann machen Sie mal, was Sie denn gefunden haben. Okay, der ist schon mal an. Eine bestimmte Reihenfolge betätigen. Eine bestimmte Reihenfolge. Das ist das, was ich sage. Wenn wir den ersten gefunden haben, dann bleibt ja nicht mehr viel übrig. Ja, aber bitte nicht. Also, laufen wir zum nächsten Haus. Hier hinten rum. Meine, so, das nächste Haus ist hier. Da, da, wo die komische... Hier ist auch wieder eine offene Tür. Die Gamme können sie so aufmachen. Oh, 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 scheiße. Hier kann ich nicht drin bleiben. Warten Sie mal. Das müssen wir kaputt. Gar nicht so einfach hier reinzukommen. Können wir das kaputt machen? Ich kann aber klettern hier oben. Hier ist was kaputt. Da kann ich, glaube ich, reinhämmern. Felipe, Anna, Jorge. Felipe, Anna und Jorge. Das ist diese die Reihenfolge. Ja, Felipe, Anna ein und Jorge. Felipe, hier. Anna, Jorge. Ich glaube, ich kenne die Familie. Ja, das glaube ich Ihnen. Was ist mit ihm passiert? Ui, ich riech das gerade. Nee, den kannst du. Ja, da müssen wir halt hochjagen. Ja, da war ich ja gerade schon. Ah, hin, ich habe die Tür gefunden. Und du brauchst ihn nicht kaputt machen. Hier haben sie auch schon einen erschossen. Doch, du musst. Komm wieder raus, da, du bist. Wir müssen das Ding kaputt machen. Nicht kaputt machen, das sind Soldados. Dann lass uns erst die Soldados holen. Wir klettern aufs Dach. Ich muss mich mal eben heilen. Ja, da kommt die Suppe aber auch raus. Ich glaube, ich kenne die Familie. Was ist mit ihm passiert? Warte mal, was kann ich denn da machen? Ach, warte, ich kann das abdrehen. Moment. Warten Sie. Ich hab hier einen. Ja, dann machen Sie mal eben schnell. Jo, 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 ich sehe. Ich habe vorhin auch gesehen, die muss mal einer kommen. Jawohl, sehr gesehen, gut gemacht. Dass wir das abdrehen konnten. Das sehr. Ja, warten Sie, ich komme mit. So, ich gehe mal rein. Ja, warten Sie, ich komme mit. So, hier ist alles doof, der jetzt. Nein, ich will ja, Mitte, ist doch ich gut, Mitte, ich stehe doch hier am Anfang. Ja? So. Dunkel? Ryan. Hier der Ryan scheißt hier. Da ist ein Schalter. Hier können wir was lesen. Ja. An Felipe, aber ob das die richtige ich sitze hier Reihenfolge in der Falle. Ist. Sie holen lesen. Gift, um mich wie eine Ratte auszuräuchern. Anna haben sie ebenfalls. Felipe, es liegt nun an dir, aus Yara zu entkommen, Jorge. Der ist der Letzte. So, das ist der Letzte. Anna, Felipe, Jorge, ja. Wir können mal genau, das ist eigentlich der letzte Schalter. Testen Sie es an. Nummer 1, haben wir gefunden. Also? Okay. Hm? Den haben wir gefunden. Gut. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück zum ersten Haus. Da oben. Hm? Und dann probieren wir das mal aus. Ich gehe mal eben rauf und versuche mal. Ja, genau. Ja. So, warten Sie. Ich bin am Bild. Ich drehe es. Nee. Ach so, der erste. Dann müssen wir zum letzten stehen. Haus. Okay. Hm. Der erste bleibt an, ne? Okay, ja. Dann lass uns zum nächsten Haus gehen. Ja, warten Sie, ich komme. Ich komme zu Ihnen. Das Haus ist so wo da hinten? Das werden wir wahrscheinlich wohl nicht ändern können. Ja, da hängt jemand. Oder für tue ich mich da? Dann müssen wir irgendwie hochrutschen, oder? Ja, ist da oben ist auch der Schalter. Kommen Sie da oben rauf? Ja, ich komme rauf. Ist ja auch wahrscheinlich irgendwie zu leicht, glaube ich. Aber die Frage ist, wie? Kletter? Ja, wir müssen wohl von da hinten rüber rutschen. Oder warten Sie mal.
Kann ich da dran springen? Ach, hier ist was Blaues. Aber wie kommen wir denn ja, da? Ich komme mal dahin. Hä? Hier ist was Blaues. Wo ist da was Blaues? Ja, da musst du hier hinten rüber. Da musst du hier oben rüber. Und dann irgendwie da oben hoch. Felipe, Anna, Jorge. Die Familie. Was ist mit dir passiert? Das ist gerade ein bisschen schwer, Leute. Da ist was Blaues, da muss man auch irgendwie rankommen. Also ich komme da nicht ran. Das wird eine Scheiße. Mit Anlauf? Du kannst auch nur über die. Oh, jetzt haben sie mich gesehen, darüber springen. Fürs Warte, ja, ich versuche. Renn mal rüber. Nee, oder soll ich die eben wegschießen da? Unsinn. Das sind doch nur drei. Mach an. Jawohl. Jetzt hat sie dich gesehen. Okay, dann zum letzten. Ich hab nur Angst. Warte, renn doch nicht so. Die haben mich gesehen. Ich wollte mich in Sicherheit bringen, weil ich keine Deckung hatte. Renn doch nicht weg, ey. Alter. Manchmal möchte ich mal... Oh, kommen Sie jetzt. Wir machen jetzt den letzten... Wir machen mal den letzten Schalter, Leute. Ich hoffe, dass das jetzt richtig ist. Ich drehe mal das Bild. Ja. Nix. Kann aber sein, wir müssen ja da hinten rein. Schon gut möglich, dass das richtig ist. Ne, Moment, stopp. Ein fehlt mir noch. Das grüne Licht fehlt noch, Miri. Siehst du doch da oben. Die Ampel ist doch immer noch nicht richtig an. Aber hat die falsche Reihenfolge. Hat es aber nicht gesagt. Ja doch, du musst das nach Reihenfolge machen. Das ist jetzt ja doch schon offen, oder? Ich muss alle Schalter für die Ampel finden, um die Tür zu öffnen. Das heißt, wir haben Rot, Gelb, Grün fehlt uns noch. Bleib mal auf dem Dings da oben, auf dem Dach. Ja. Wo du gerade hingelaufen bist. Aber da sehen die mich ja, ne? Guck mal, ob er das wieder... Guck doch mal. Ja, dann müssen wir sie abschießen, die drei Mann hier. Ich bin noch nicht da. Mann. Da sind nur so drei Muckel hier. So, ich bin auf dem Dach. Ich bin auf dem Dach. Wenn sie möchten, kann ich die auch... So, passen sie auf. Sie machen jetzt Folgendes. Da oben hängt auch noch ein Brief. Warten sie mal. Ich guck mir die Ampel... Ja, lese den mal. Ah, verdammt. Bei Miris Kanal lesen, ja. Das ist gar nicht mal so einfach, da drauf zu kommen. Weil ihr müsst wirklich richtig viel Anlauf nehmen. Nein, so ja, geh ganz zum Ende. Und dann richtig abspringen. So. So, ja. Dann lese mal vor. Handschriftliche Nachricht. So viele Tage. Ich klettere jeden Tag hier hoch und halte Ausschau nach ihnen. Ich habe ein wenig Essen und Wasser. Ich kann hier nicht weg, denn Felipe oder Jorge könnten jederzeit zurückkommen und ich will sie nicht verpassen. Vamonos, Hermanos. Ich kann mich nicht ewig vor den Soldaten verstecken. Anna. So, jetzt fällt mir aber gerade was ein. Ich glaube nicht, dass das Bild der Schalter ist. Ach, meinen Sie, da macht er was auf? Okay, dann komme ich nochmal. Also, bleib da oben. Bleib, wo du bist. Ist ja nur noch Ihr Schalter, der geöffnet werden muss. Meiner ist ja schon ein... Weil, das ist ja rot-gelb. Ja, die haben wir richtig gemacht. Und ich glaube nicht, dass dieser Schalter der richtige Schalter war. Weil der Schalter lässt sich eh nicht mehr bewegen. Ja, kommen Sie runter. So, hier im Haus muss ein ähnlicher Schalter sein. Stimmt jetzt auch. Wie den, die wir gemacht haben. Jetzt das Bild bewegt und da müsste sich irgendwas öffnen. Ich probiere jetzt nochmal. Kommen Sie mal gucken. Können wir hier irgendwas bewegen? Clever. Offenbar muss man sie in einer bestimmten Reihenfolge betätigen. Also hier steht, du musst sie in einer bestimmten Reihenfolge betätigen. Hm.
Das ist ja richtig. Aber es. Aber das ist nicht der Schalter. Der Schalter. Ne? Oder sollte das jetzt doch der Schalter sein? Aber ich kann von. Nein, du kannst das erst gucken, wenn die Ampel grün ist. Rot, gelb, ja. Grün muss das leuchten. Sonst macht das keinen Sinn. Ich guck mal, ob ich den anderen Schalter betätigen kann, weil den auf dem Dach konnte ich nicht mehr betätigen. Der wurde mir nicht mehr angezeigt. Ja, ja, und die hier auch nicht. Mal. Also nein. Den da unten auch nicht mehr. Also muss hier irgendwo noch der Schalter sein, irgendwas den wir brauchen. Irgendwas muss das Ding da aufmachen, das Bild. Irgendwas muss dieses Bild ja, ich weiß. Hier öffnen. Aber ich weiß nicht was. Kann man den Schrank wegschieben oder was? Nein, kann man nicht. Ich kann hier nichts machen. Ich ja, kann nur das Bild drehen. Dargestellt. Hütte und Felsen. Moment, ist das nicht hier? Warte mal. Ja. Warte mal, bleib mal hier. Mir fällt gerade was auf. Kann ja sein, wenn du das Bild betätigst, dass dann die Tür aufgeht. Warte mal, hier kann man klicken. Ne, Moment, da war ich ja schon. Warte. Dreh mal das Bild bitte. Ne. Geht nicht auf. Warte mal bitte, der hat doch vorhin was gesagt. Kann sein, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich weiß es nicht. Ich überlege gerade, ey. Aber das ist nicht der richtige Schalter, verdammte Hacke. Ich verstehe das irgendwie nicht. Weil, komischerweise, es sind immer so komische große Schalter gewesen. Ah. Wie, oh. Das Was Bild. Hast du? Ist das schlecht? Das Bild Was ist damit? Ja, kann ich nicht. Ich bin jetzt gerade in einem anderen Haus noch. Was auf dem Bild drauf ist. Ja, was ist denn auf dem Bild drauf? Ja, wo ist das Haus? Hier ist auch ein Strand. Guck mal, vielleicht müssen wir zum anderen Haus. Ja, das ist möglich, ne? Wir schauen einmal hier rüber. Da ist ja ein Felsen irgendwo, ne? Und hier ist aber keins. Der einzige Felsen, den ich sehe, ist da links. Aber sonst sehe ich keinen. Weißt du was? Ich erledige jetzt erstmal die Soldados. Nein, bitte nicht. Doch, die erledige Warum ich denn? Jetzt. Warum müssen sie mal zur Gewalt? Weil die mich stören, weil ich mich hier nicht frei bewegen kann. Die nerven mich einfach. Nein, die kommen nicht wieder. Aber nicht, wenn ich sie erledigt habe in der Zeit. Felipe, Ana, Jorge. Ich glaube, ich kenne die Familie. Zwei. Was ist mit ihm passiert? Da ist noch einer. Oh, das sind aber viele, ne? Ja, da ist der Super Josh, das stimmt. Wenn ich den Typen hier unten erschieße, dann sieht er das. Ja, aber unser Problem ist einfach, dass wir jetzt nicht wissen, was wir machen sollen. Das mag wohl sein. Das ist ein Riesenproblem. Aber ich sehe gerade was. Was sehen Sie denn? Ich hab gedacht, ich sehe was. Ja, aber der Schalter wird nicht hier auf dem Gelände sein, glaube ich nicht. Ja, dann wird es da keinen Sinn machen. Wirklich. Hier oben ist. Das macht ja keinen Sinn. Ist blau. Weil ich kann diese Ampel nicht mehr bewegen. Und eigentlich müsste hinten ja auch ein Schalter sein. Warte mal. Das stimmt allerdings. Normalerweise müsste da hinten ein Schalter sein. Der geht zu drei Dingern. So. So, die ersten beiden sind ja an. Haben wir den dritten überhaupt verfolgt? Nee, 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 nee. Mach ich die hin, oder? Ist das der dritte hier? Das ist der dritte, naja, okay. Die ersten beiden sind an, genau. Nur diese blöde Geschichte hier. Grüne. Da. Moment, stopp mal. Was ist das hier? Man muss hier alles ausprobieren. Man muss alles ausprobieren.
Da geht's nicht. Das geht hier runter. Hm. Da ist auch nix. Hier an der Karte ist nix. Da ist nix. Ich hatte ja gedacht, dass man irgendwie den Schrank vielleicht verschieben kann. Ah, warte mal. Gehst du mal hier zur Gartenhütte, bitte? Was für eine Gartenhütte? Ja, ja, was ist denn da? Ich mal das Bild. Ja, was soll ich denn jetzt hier? So. Hast du was getan? Nö. Sieht aber so aus, als wenn das Haus hat doch noch ein... Da hat er noch hier ein Zimmer. Guck mal. Echt? Ja. Ich wollte gerade sagen, da ist doch noch ein Raum. Hier, der hier. Yo. Ah, Moment. Das ist der Schrank. Ja, aber ich drehe das... Weil ich gesagt habe, der Schrank. Und du kannst den aber nicht verschieben. Es ist der Schrank. Stopp! Ja, ist nur ein Bild drehen. Moment. Das Zimmer ist dahinter. Ich möchte da jetzt nicht raufballern. Nee. Bild drehen. Dann ist... Leute, es ist der Dings. Aber da drin ist kein Schalter. Warte mal, ich guck mal. Doch, da drin muss ein Schalter sein. Ja, aber ich kann das Dings... Warte mal. Ich versuch mal was. Kannst du kaputt machen? Das wäre schön. Aber leider geht's nicht. Nee. Gerade hier auch schon mal versucht. Weil hier oben, da sieht man ja auch, dass da oben noch was ist, aber... Ja, ja. Du kannst dieses Verschiss... Ich verstehe das nicht. Leute, sollten wir scheitern? Ihr bleibt dabei, auf jeden Fall. Ihr bleibt da auf jeden Fall bei, bis wir das gefunden haben. Wahrscheinlich werden jetzt wieder viele Leute zu Hause sitzen und sagen, oh, das sieht man doch, ist so eindeutig. Ich guck noch mal von draußen rein. Ne? Oi, was guckt von draußen rein? Ich sehe einen Zettel. Mhm. Ach. Was denn jetzt? Was hast du? Mach nochmal ein Bild. Moment. Hab ich. Was soll das jetzt? Das sind verschiedene Sachen, die man einschalten kann. Und dann öffnet sich der Schrank. Ich mach erst den. Ich mach nochmal. Und jetzt muss noch ein dritter her. Ein Herd oder was? Nee, das Radio. Ausschalten kann ich hier nur. Radios an. Mach mal aus. Ist aus. Dann den. Und dann den. Und jetzt Radio. Nö. Nee, da muss noch was sein. Hm. Verstehen Sie, wie ich meine? Na, aber hat nichts damit zu Doch, tun. Doch, sicher, das hat ja damit zu tun. Sind Sie doof? Sagen Sie das nochmal. Das ist der Trick. Aber wir müssen den dritten finden, der zum was Bewegen für ein Trick? Geht. Ja, kann doch nur, wenn er hier ein Toaster oder was weiß ich was sein. Oder sind die drei Sachen in einer Reihenfolge? Ich mach Fernseher, du machst Radio und dann machen wir ein Bild. Ja, wer macht denn? Okay, ich mach jetzt, du machst Moment, stopp. Fernseher? Warte, stopp, ich muss den doch erstmal ausschalten. Der Fernseher bleibt an! Ja, Radio ist auch an. Dann jetzt das Bild. Bitteschön. Jawoll! Leute, da ist auch der Schalter, jawoll! Ah, was sagt er? Stopp, erstmal lesen, Leute. Habt ihr das gesehen, Leute? Boah, clever, ey. Geil. Sehr clever. Sehr clever. So. Handschriftliche Nachricht. Es ist vorbei. Anna und Jore sind tot. Ich habe ihre Leichen gefunden, als ich versuchte, an das Geschenk zu kommen, das Mama uns hinterlassen hat. Ich kann mir kein neues Leben ohne sie vorstellen. Ich werde hier bleiben und den ersten Soldaten umlegen, den ich sehe. In ihrem Namen, Philippe. Jawohl. Ja, dann schalten Sie doch mal um da.
Dann schalten wir mal um. Und jetzt ist die Ampel grün und wir könnten in das Ding rein. Jawohl. Raffiniert. Gute Arbeit, gute Arbeit. Ja. Aber ihr seht, wir bleiben dran. Da ja. Seht ihr, ihr könnt da oben gucken. Rot, gelb, grün. Da oben seht ihr das, jawohl. Und da sie das gefunden haben, dürfen sie auch als erstes hier reingehen. Okay, dann gehe ich mal hier rein. Achso, hier geht's so auf. Okay, oh. Und da sind wir. Ich hab die Kiste. Ja, hier ist ein Zettel. Aber wir lesen noch was. War jetzt lange genug. Abschiedsbrief. Sie lesen. Nimm dies als Geschenk deiner Mutter und fang ein neues Leben an. Du wirst, wie ich bemerke, du wirst, wie ich bemerken, dass es dabei helfen kann, deine Träume zu erreichen, Hindernisse zu überwinden und Arschlöcher unter die Erde zu bringen. Ich werde in Frieden ruhen können, weil ich weiß, dass meine Kinder sicher sind. Denk daran, Munition im Schlafzimmer zu haben. Vergiss nicht, dass sie austritt wie ein Esel. Und ehre immer die, die zurückgelassen wurden. Mama. Ja, und jetzt darfst du die Kiste öffnen. Oh. Ich werde eine gute Verbindung finden. Wir haben es gefunden. Oh. Jawohl. Der zuletzt geht. Das war die Schatzsuche, Leute. Warte. Es hat etwas lange gedauert. Ja. Aber zum Glück, wir haben eine Desert Eagle bekommen, das ist sehr gut. Desert Eagle, wir schauen mal eben kurz. Wenn da ein Schalli drauf kommt, dann nehme ich natürlich die. Das ist eine 50er, ne? Desert Eagle. Ja, da kann man. Oh, kann man. Oh, ja. Und kann die hat man? Auch. Aber die, ist, die Heimlichkeit ist da nicht so groß, wie bei der ich habe. Aber ich habe nur eine Pistole, eine M1-Pistole. Nee, ich kann da keine Mods drauf. Ich guck mal eben, Details musst du doch gehen. Und dann kannst du Aufsatz, drauf Mündung. Ach so, an der Werkbank kannst du das nur. Genau, geht ja nur an der Werkbank. Aber ich wechsle mal eben wieder zurück zu meiner Knarre, die ich vorher hatte. Weil mit der bin ich ganz zufrieden. Komm, wir gehen mal raus. Wir gehen mal zum Harley. Zu wem? Zum Heli. Ach so. Ach, wir haben ja gar keinen Heli mehr. Bleib doch mal hier stehen. Das ist doch jetzt schon viel zu lang wieder für die Leute. Ja. Also, ihr habt's gesehen. Ja. Das war die Reihenfolge, wenn ihr das Spiel spielen wollt und auch diese Dinger machen. Ja. Habt ihr jetzt einen Anhang? Ein was? Ein Anhang? Das haben wir euch an die Hand genommen. Sozusagen. Ja, oder so. aber ist wahnsinnig kniffelig, die Geschichte. Aber ist cool. Aber ist cool. Und wir gucken mal, die nächste Schatzsuche kommt garantiert, würde ich sagen. Genau. Das ist cool und er macht Mool. Bis dann. Okay, das war's. Das war das Wort zum Sonntag. Ich wünsche euch was. Tschüss.